Hallo und herzlich willkommen zurück zu Papa Zockt Starbound Folge 31. Wir sind immer noch unterirdisch, wir haben immer noch keinen Sand gefunden, aber diese interessante kleine Mini-Dimension, die uns gerade... Was passiert hier? Oh, oh. So, also aus irgendeinem Grund hat mich jetzt gerade mein OBS nochmal begrüßen wollen. Keine Ahnung. Tücke im Detail. Oh, da liegen noch ein paar Pixel. Pixel, Pixel, Pixel. Wir brauchen E-Pixel, bis der Arzt kommt. Da oben ist ja hoffentlich nichts Interessantes mehr. Ein bisschen Kupfer. Oh ja, da kümmern wir uns später drum. So, also. Wie versprochen, als erstes in die Challenge-Dimension. Hopp, hopp. Ich höre schon wieder Kettensägen, Sägeblätter, Dingsies. Na, dann gucken wir mal, was uns jetzt gebraucht. Ach, du Heiligsbleche. Okay. Aber das ist alles noch nicht so schlimm, es ist nur furchtbar laut. Piu. Haha, hast du gedacht? Was denn? Was ist das? Crude Oil? Kann ich das sammeln? Nee, kann ich nicht. Schade. Hä? Wie sinnbefreit. Oh, was passiert da jetzt? Oh, oh, oh. Mir scharwarnt ja übles. Oh, weia. Au, 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 au. Oh, ist das schön laut hier. Also da unten geht es später wieder zurück, so wie es aussieht. Aber auf dem Hinweg... Hilft das? Wir probieren halt gleich mal bei vollem Leben aus. Nein, es hilft nicht. Aua, aua, aua. Verdammt. Ich konnte nicht bremsen. Ja, einmal Schweine knuddeln. Heul. Ach, Menno. Ja, Pro-Gamer bei der Arbeit, wie üblich. Hier, pack mal Öl rein. Kann man das fuelen? Nein, kann man nicht. Upa. Wasser, Wicked Platform, Holz. Auch nicht. Das ist jetzt ein bisschen mäh. Okay, packen wir erstmal das ganze Geraffel weg. Wir brauchen immer noch Sand. Nicht vergessen, Sand. Warum sind wir hier? Sand. Ist ja allerhand, dieser Sand. Der nicht da ist. Boah, jetzt ein Planet und wir haben schon wieder die Kiste bis quasi vollständig voll. Hühnchen. Hühnchen brauchen wir nicht. Was ist das? Cottonseed behalten wir auf jeden Fall. Der kommt auf unsere kleine Farm. So, jetzt sehen wir doch schon wieder ein bisschen schicker aus. Das kann auch mal in die Fritten. Aber wir hatten doch. Lasst mich nicht. Da, gucken. Da haben wir doch das. Und irgendwo hat man noch eine. Die finde ich bestimmt gleich. Ja. Nun. Was ist das? 2 und 3. Ja, hier. Prison Locker. Locker. Packen wir das alles mal ein. Und du bist ein Decorative Barrel. Das nützt uns gerade nicht so wirklich was. Water Cooler. Kaputten Spiegel. Ich weiß nicht, wofür ich einen kaputten Spiegel. Ach, das war bei dem Durchmarschieren bestimmt, ne? Ja. Ja, ja, ich erinnere mich. Schon gut, schon gut, schon gut, schon gut. Ja, Nummer 32. Gucken, das nehmen wir jetzt erstmal. Hüpf. Na komm, hüpf. Knapp. Knappe Kiste. Apropos Kiste. 1 und 2 und 3. Und nur noch so daneben. Da haben wir nämlich noch ein bisschen Platz. Können wir das ganze geschlummerte Kohle behalten wir mal. Hardened Carapace. Brauchen wir auch für irgendwas, kann man das alles gebrauchen. Also nehmen wir erstmal alles mit. Ja, jetzt hier.
Pistolen waren mir zu schwach. Das Ding kann eigentlich sofort in den Müll. Das braucht keiner. Das ist Klamottenzeug. Das kann auch in den Fritten. Das brauche ich. Den behalten wir mal. Der ist schön. Die kommen weg. Die kommen weg. Die kommen weg. Oh, alles weg. Der ganze Krams hier. Was warst du? Pond-Helmet. Mhm. Schön, schön. Die können weg. So, damit ist das Ding voll. Und dann packen wir den Kram. Ich bin noch nicht ganz durch mit den Sachen. So. So, zack. So, und jetzt holen wir uns Sand. Wie Deploy Mac. Wir probieren es mal. Hol doch. Gebt ja nicht so schnell auf. Oh, Bombs. Abend. Oh, wer nicht kommt. La 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 la. Wir hüpfen auf jeden Fall besser als das Verlaufen. Keine Gefangenen diesmal. Keine Gefangenen. Komm. Sind wieder zufrieden? Ja, nur geh doch mal beiseite. Wirklich einmal um die ganze Kiste rum und hier gibt es nicht einen Facken Sand. Ein Facken ging's da. Okay, dann wird anders. Dann machen wir das jetzt anders. Lustig, einmal in die Tiefe. Ah, Platz da, mit deinem Mazda. Und dein Passat, den mach ich Platz. Nicht nur allzu lang wird uns das Vergnügen nicht bleiben, weil ich meine Energiereserven sehe, sieht das nicht so gesund aus. Macht aber nichts. Wir nehmen jetzt einfach mit, was wir kriegen können. Ich will ja nur mal gucken. Keiner guckt. Ohne die Ölreserven da anzubohren. Brauchen wir nicht. Komm noch mal weg da. Das sieht echt. Ohne Fahrschein. Oder waren es das jetzt alle? Das ist auch interessant. Kann man in so einem Mac eigentlich absaufen? Anschein nach nicht. Dafür ist es nicht mehr ganz so laut, weil wir jetzt unter Wasser sind. Haha. Grandios. Grandiosestens. Ja, ich weiß. Piep, piep. Tschüss. Kommen wir zu unserem Schalldämpfer. Ja.
jeden Fall, im Chassis wird ein bisschen mehr Energie drin bei der nächsten Gelegenheit. Mit dem Ding macht das ja keinen Spaß. Nicht so richtig jedenfalls. La 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 la. Wir buddeln uns in den Tümpel immer tiefer rein. Da leuchtet schon wieder ein lustiges Teil, das wir eh nicht anpacken. Jupp, das war's. Okay, tja, dann geht's manuell weiter. Geht aber ehrlich gesagt ein bisschen schneller. Oh, guck mal, Kupfer, das brauchten wir ja unbedingt. Deswegen waren wir ja hier, wegen Kupfer. Was ist da drüben? Aua. Aua, aua, aua. Ja, toll. Ist ja spannend. So, hier waren wir vorhin. Au, au, ha, 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 die Viecher sind gemein. Ach ja. Ich fürchte, mit Sand sieht es hier auf unserem Wüstenplaneten nicht so gut aus. Schade an sich, ich hatte mir da ein bisschen mehr von erhofft. Ach, du kannst mich doch mal gerne haben hier, so. Bei den zu groß geratenen Schmeiß fliegen die. Hallo, guten Tag. Wer sind Sie denn? Pixel und Pixel und Pixel. Ja, jetzt ja, nett. Ah, da fällt mir aber ein, was wir machen. Nachdem wir die Monsterfliege da eben platt gehauen haben, die sich wieder nicht zu benehmen weiß. Hier, das. Ja, ich habe unseren Stall nicht vergessen. Ja, die ist ja schön, dass das Kavatin Krex ist. Ehrlich mal. Könnt ihr nicht einfach abwarten? Jedes Mal übertreiben müsst hier. Na cool, ein bisschen. Na gut, eigentlich will ich mich jetzt nur umgucken. Mit dem Sand, das ist gar nicht mehr so wichtig. Was ist das denn für ein Viech? Jetzt ist es jedenfalls nichts mehr. Kann er auch nicht ändern. Okay, wenn wir jetzt nichts halbwegs Interessantes finden, dann gehen wir mal wieder nach oben aufs Schiff. Weil das hier ist jetzt im Dunkeln durch Steine buddeln, ist jetzt nicht so spannend. Da kann ich mir nur weiß Gott was Besseres vorstellen, ob wir mit dem Rest der Zeit anfangen platsch können. Mal geeken. Da ist eine Eis, da ist eine Eis. Eine Eis. Eis, Eis, eisige, eisige, eise. Eise Kälte. Ach, guck mal. Hehe. Ich will ja nichts sagen, aber wir müssen ja, ne? Da komme ich ja jetzt nicht dran vorbei. So, dann. Also, Versuch Nummer 2.
Es ist nicht dieselbe. Jetzt ist die Frage, ist das gut oder ist das schlecht? Ne, wir werden das wohl gleich merken. Da ist eine Türchen. Also irgendwann zwischendrin müssen wir mal die Murmel anmachen, das sehe ich wohl. Hoi. Das sind aber große Viecher. Aber wohl eine große Knarre. Ich fange immer mehr an, das Ding zu mögen, muss ich ja ehrlich sagen. Oh, Piratski. Uiuiui, das ist nicht, nicht einfach. Ah, haha, sehr schön. Aber da drin. Tech-Karten, Upgrade-Modul und ein paar Pixels. Und die Kiste können wir wie üblich nicht mitnehmen, weil ja auch so einfach gewesen wäre. Blöp, blöp, blöp. So. So. War ja genauso geplant, also auf jeden Fall. Hätte ja gar nicht gewusst, was ich hier sonst. Warum? Was brachte mir das denn dann jetzt, außer dass ich jetzt den ja hier fallen nach oben. Das ist schon wieder so ein Riesenmoped. Patsch. Jetzt ist da kein Riesenmoped mehr. Also Nummer 2 von den Fregelowskis. Hm. Oh, ist ja patschig. Ja, genießt es, solange ihr könnt, Kinas. Wenn gleich der Papa vorbeikommt, ist Ende Gelände. Da ist nochmal so ein paar komische Mutantentiere. Jetzt bin ich wieder ganz auf. Nee, bin ich nicht, Bogata. So, also erstmal hier. Oh, zweihändiges Broadsword mit 19. Gegen 5. Ja, schade. Schade, schade, schade. Ist egal, wir nehmen das natürlich alles mit. Guten Tag. Kann ich raten, da geht es jetzt nicht mehr hoch. Doch. Wo ist denn dann die Tür? Ich blick das jetzt gerade wieder irgendwie alles nicht. So Jungs, ich bin da, wenn auch. In einem Pommes. Kaputt. Ja, das waren die zwei dicken Viecher. Hm. Hey. Ja, und Nummer 2. Ach ja. Onkel X97 in seiner Not. Der haut und trampelt alles tot. Warum ist da oben was? Ach, das ist das. Ist das Dach? Ist das das? Aber verstehe ich wieder nicht. Warum macht man denn da so ein. Naja. Legt euch mal den Typ mit der Powerlocke und Aliens. Gut, geschafft. Ab nach Hause. So, da sind wir auch schon. Oh. Oh. Reporterkerne und ein bisschen Kupferkabel. Nehmen wir alles. Gut, dass ich das natürlich wusste. Die dürfte ja jetzt allem dafür halten, nach müsste diese Kiste ja leer sein, ne? Ist er aber nicht? Was ist denn den? Rum. Und der abgestürzte. Klar. Decken und Steine und sonst nicht viel. Massiv. Hm. Ja, schön, schön habt ihr das hier. Schön, schön.
Gesteinshöhle. Die ehemals besten Pets der Welt. Oh, Diamanten nehmen wir doch gerne noch mit. Und dann süßen. Oh, guck mal, das ist ja noch was Schickes. Oh, der Teil kann im Dunkeln leuchten. Ich sehe zwar nichts, aber schießen können wir trotzdem. Aua. Aue. Und mit dem Ding muss ich einen Schritt zurück machen. Okay, ich würde sagen, wir haken diese Steinkugel hier mal ab. Haben ja immerhin die zweite Dimension da hier mal durchgeklöppelt. So, du in den Müll, du in den Müll und na, den lassen wir mal lieber noch ein Momentchen stehen. Haltet Fernsehen und so was alles weg. So. Das war der, der nichts brachte. Das war eine Gasriese. Wo bist du? Eis. Zwei Monde und was war das? Ja, ich fürchte. Erfürchte. Ein Mond, jawohl. Es nützt ja alle nichts. Ist hier nirgendwo irgendwas. Außer Mondstaub, den wir nicht brauchen. Ja, ich weiß, dass wir das einsammeln könnten. Aber ich möchte gerne. Genau, sowas möchte ich hier. You are detecting irgendwas. Das ist mir schon klar, was du detectest. Ich sehe dich. Dass der immer schneller wird. So, nachdem wir unseren letzten lila Pups da gelassen haben, können wir jetzt nämlich hier prima Klima hier. UL und wo ist das? Ne? Ne? Wo ist es? Ich hab da noch ein bisschen. Ach, hat er das alles direkt umgewandelt? Ach so. Er soll mir ja im Grunde auch recht. Ne, da ist es. Archives, da. 569 Fuels. So. Hep. Raus aus dem Frozen Radioactive. Was war das? Frozen. Also, Savannen können wir uns schon mal schenken. Bären. Nützt uns ja auch alle nichts. Was haben wir hier? Radioactive, Savanna, Toxic Gateway Forest, Desert. Desert. Und hier? Volcanic Gateway, Asteroid Scorch. Mein Gott, nee. Lassen wir erstmal noch sein. Einer ist so gut wie der nächste. Toxic Oceanic. Volcanic. Savanna? Nee. Irgendwie gefällt er mir besser. Bellatrix. 100 Fuels. Und jump.
So. Wupp. Zack. Was ist das? Eine Delicate Electronic Components. Sag ich mal. Ja. Ab dafür. Mal eben kurz die Station leer räumen und dann auf dem Wüstenplaneten ein bisschen den Duneranern den Sand abgraben. Weiß eigentlich, gräbt man das Wasser ab, aber ja, was soll's. Wunderbar. Bedrohung 0, hat er gesagt. Und dann ist es nicht so freundlich. Kann ich? Nein, kann ich nicht. Na prima. Gucken wir doch mal. Ich weiß, dass da reingeht. Weiß nämlich der Knüppels. Aber den meine ich ja nicht. Wissen will ich her und hin. Aha, die blonde Dame da oben. Die war, dachte ich, wissen wollte, wo sie ist. Aber die scheinen anscheinend immer an derselben Stelle zu stehen. Ist also jetzt nicht so komplex. Hallo. Hier ist der Erste-Hilfe-Pinselkurs. Ich muss hier mal alles abstauben. Hallo. Bleiben Sie bitte stehen. Sie müssen desinfiziert werden. Sie auch. So. Stabbing ist fun. Ihr habt echt komische Hobbys. Ah, hier, 105 und ein bisschen Kupfer und ein bisschen Silber. Kennen wir alles schon. Oh, Kisten. Hallo, Kisten. Zap, zap. Okay, Knüppels. Wir scannen ja alles. Eine Metallplatte. Hol doch mal den Zeiger. Irgendwas, was interessant aussieht. Wohnquartiere. Meh. Brauchen wir jetzt nicht so dringend. Da ist auch nichts. Okay. Gebt mir alle euer Geld. Oder eure Wasserflaschen. Mutziges Papier. Wo geht's denn hier hin? Ja, nehme ich alles mit. Rabams. Ihr seid echt zu doof, einen Knopf zu drücken. Du siehst aus wie ein Borg, Liebelein, ehrlich. Noch mehr Wohnquartiere, ach man. Kisten. Oh ja, doppelte Upgrade-Module, die nehmen wir doch gerne. Gut, mal gucken, ob keiner guckt. Was will die denn haben, die Troller? Ich weiß, dass sie 1000 Pixel will, aber was sie sonst noch will, das weiß ich noch nicht. Die Leute, die das Spiel nicht kennen, werden sich jetzt fragen, wofür will er den 1000 Pixel ausgeben? Cooles Outfit. Tag, Post. 50 Titanium, 50 Gold, 50 Silber und das ist nicht so gut. Ja, nehmen wir die Quest mal an. Das Schöne ist, das kann man an jeder Station. So. Die Quest haben wir. Mehr brauchen wir hier von dem Laden nicht. Und bevor wir für heute Feierabend machen, fliegen wir jetzt noch fix eben auf den Wüstenplaneten und holen uns unseren elenden Sand. Ich schätze mal, da wird er sein. Das ist der Gasriese. Da schuffeln wir jetzt mal eben rüber. Das sollte ja nicht so lange dauern. Hoffe ich.
Du bist Desert Area und du bist Dry Grassland. Nein, Desert. Desert. Bedrohung moderat. Oh, das geht ja. Da gibt es auch nicht wirklich was Interessantes für uns. Das Tollste ist hier ein bisschen Tungsten und Silber. Brauchen wir alles nicht. Aber wir nehmen unsere Waffen eben mit. Nicht, weil wir da zu Fuß nicht locker klar kämen. Gucken, ob keiner guckt. La 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 la. Buddeln wir uns durch die Pyramide. Tja, wenn keiner guckt, nehme ich ja alles mit. Was ist da hinten schon wieder los? So. Hallo, liebe Lein. Abstrakte Kunst. 11,1 Rohr Rippchen. Sprout Circle. Den kaufen wir ein. Danke. Mal irgendwas hier, den kannst du dafür haben, unter Zeil. Ne, den tollen Grabstein auch. So, alles klar, dankeschön. Ich glaube, wir haben sogar schon, ne? Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Ja, Sand haben wir schon. Aber bei so ein bisschen machen wir natürlich gar nichts an. Da habe ich den ja auch nicht mitgenommen, den dicken Auto hier. Wenn, dann muss ich das auch lohnen. Wenn, dann machen wir richtig. So hier nämlich. Dann wollte ich das sehen. Glas, wie auch Sand und sonstige Gedönse haben wir dann nicht, bis der Arzt kommt und müssen nicht so schnell wieder auf irgendwelche popeligen Planeten runterbringen. Die tun gar nichts. Ja, Entschuldigung, konnte ich ja nicht wissen. So eine Killerschnecke? Ja, ne? Na kommt. Ein schickes Zweihandschwert. Ja, und die Folge endet quasi so, wie sie begann. Mit einer kleinen Pocket Dimension, die wir uns dann beim nächsten Mal anschauen werden. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss!